gesammelt. wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Dahin komme ich raus. Ich will wissen, was ich jetzt für ein Reittier habe. Einmal aufsitzen, bitte. Oh, ist sehr schön. Da habe ich mich jetzt erschreckt. Sehr toll. Fiel mir gerade so ein. Ja, stimmt. Weiß gar nicht, wen finde ich am besten? Warte mal. Ah! Hui! Ach stimmt, ich kann mit ihm hier nicht mehr springen. Der Big Bad Wolf. Hey, ja. Ist auch toll. Die sind alle toll. Hallo. Wenn man runter geht, ja, man sieht wie Welpen. Danke! Big fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 Fluffy unicorns dancing on rainbows. Big fluffy unicorns dancing on rainbows. Danke! Ich hab einen Seehund. Ich hab einen Seehund. Au! Vielen lieben Dank. Ich fand den Seehund schon die ganze Zeit hier. Meine Energie ist schon wieder leer. Mini-Röhre. Seehund, bitte. Seehund. Vor allem so meine Sammlung an Begleiter. Sie wächst stetig. Muss ich mir Gedanken machen? Oh nein, ist das süß. Nein, ist das süß. Nein, ist das süß. Aber wie ging das mit? Oh Gott. Tada. Hier ist Snowball, diesen süßen Zeug mit Kokos. Snowball! Ich hab einen Wiesel. Ich hab einen Wiesel. Ich liebe Wiesel. Ich liebe meine Begleiter. Ah, toll. So. Ach, ich muss mein eines Reittier da ja noch irgendwie in die Liste reinpacken. Oh, wo soll ich denn da noch nach? Ich brauche bald eine neue Liste. Könnte auch ein Frettchen sein. Oh, der Wolf ist cool. Der Wolf ist mega cool. Ich haben will. Lass mich raten, das ist eines der Viecher, die man farmen muss. Das sind die Viecher, die man farmen muss, oder? Ich befürchte es. Ich befürchte es wirklich.
Das ist doch gar nicht viel. Oh, ich hab's befürchtet. Gut, ich muss unbedingt mit Luna farmen gehen. Unbedingt. Zumindest die Primärwürfe aus Stormblood. Ja. Ich hab's befürchtet. Zumindest die Pferdchen müssen wir farmen gehen. Luna und ich. Ich weiß aber, dass ich bald drauf gehen werde. Glaube nicht, dass ich... Ja, doch. 60 könnte ich noch schaffen. Vom Farm. Ich darf da nicht mehr hingucken, ey. Ich weiß, ich bin ein Suchti. Ich habe es verstanden. Laufen. Nee, das bringt auch nichts mehr. Oh, ich bin ihm schon komplett verfallen. Ich habe einen Dodo-Küken. Gott, der Blick von dem Viech. Das ist ganz schon eine Tierquälerei, ey. Den hab ich an. Wir müssen mit dem Stream eine Runde in den Pool. Kühl dich wieder ab. Oh ne, morgen erst wieder. Bravo, Hündchen. Oh, den roten Panda brauche ich auch noch. Irgendwann. Warum habe ich eigentlich so viel Krams hier? Vor allem, wenn ich mal so bedenke, anfangs hatte ich nur das Mokri-Stofftier und den Baby-Behemoth. Katze. Okay. So, wo... Oh Gott. Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Wo lungere ich rum? Ja. Flammen sind so cool. Muss ich mir aber Gedanken machen, dass das Vieh immer Maul auf hat? Kann doch nicht gesund sein, wenn er der Wind die ganze Zeit reinbläst. Wobei, das Ding ist auch cool. Nur für Kaya. Ich liebe das Viech. Das war zu hoch. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Die letzte Meter mit meinem Wölfchen. Luna, du schaust hier doch rein. Lass dich doch ausruhen.
muss ich hin, da muss ich hin. Röchchen. Will nicht mehr ausruhen. Ja, aber das ist besser. Wo ist der letzte Fuzzi? Da ist der letzte Fuzzi. So, warte mal. Nicht einmal. Du hast einen Schlaf gerissen. Von meinem Schwank. Oh, okay. Gruselig. Mal durchklicken. Hallo, bibbernder Flüchtling. Was? Achso. Ich weiß, ich könnte es auch einfach eingeben. Entschuldige, ich kann ihn einfach schlagen. Kann ich ihn einfach schlagen? Wäre doch besser. Wie geht's jedem besser? Beruhigen. Nein! Das macht sich besser, oder? Weißt du, er zittert vor Angst und ich mache einen Freund Daumen, ey. Das war ein Freund Daumen, das war kein Auslachen. Weil ich brauche so einen Schwertkämpfer. Nur Game No Life, die Fuddy hat sich verabschiedet. Oh Mann. So, warte, wo muss ich jetzt hin? Warum bin ich eigentlich immer noch bei diesen wann bin ich eigentlich mit diesen 50er-Dingern durch? Nervt. Ich will vorankommen. Komm, warum bin ich voran? Ich will die anderen Wölfe haben. Ja, mit diesem. Ich bin ja immer noch in der Phase zwischen dem Hauptspiel und Heavensward, oder? Oder bin ich mittlerweile aus der Zwischenphase da raus? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich bin da immer noch mittendrin. Stimmt, du dabei. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab befürchtet, dass du das sagst. Ja. Ach. Hallo. Boah, ernsthaft? Ich will nicht mehr. Ich krieg den Streik. Ich krieg den Streik. Oh. Ich weiß schon, warum ich keinen Bock auf die Hauptquest mehr habe. Kann ich das nicht einfach vorspulen? Vorspulquest. Eine Quest, um die Quest zu überspringen. Das wär's. Ich brauche eine Quest für die Quest. Yep. Ach, noch mehr. Bei 53. Jo, 3 Jahren bin ich mir durch. Gut. Achso.
Voll leise. Sie fühlt sich sehr etwas. Ja, das fällt aber im Boden da. Ja, sie war auf. Urplötzlich war sie nicht mehr sicher da, wo sie war. Lauf, über einer Flüchtling, lauf. Wo muss ich jetzt hin? Oh, okay. Ja, welchen Wurf nehmen wir jetzt? Dich da. Alle Wölfe einmal ausprobieren. Jetzt, wo ich alle drei habe. Ich habe vergessen, nachzugucken, ob ich noch mal da rein muss, ne? Ob ich da noch irgendwas brauche. Mal wieder sehr schlau von mir. Hast du Mama und Papa gesehen? Ich wollte unbedingt Süßigkeiten haben, die der Händler mir gezeigt hat. Die sahen so lecker aus. Da wurde mein Papa ganz traurig. Der Händler sagt, wir Flüchtlinge sollten uns nicht länger zurückhalten, sondern unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Mein Papa und die anderen wurden erst ganz bleich und dann rot im Gesicht. Dann folgten sie dem Händler und jetzt habe ich Angst um meine Eltern. Hallo, du, suchst du jemanden? Ich suche da so einen Händler. Dann meinst du bestimmt den Händler, den meine Eltern hinterhergelaufen sind. Der da, siehst du? So, wo wartet denn das nächste Opfer auf mich? Hallo. Teilchen. Du? Suchst du? Lauf. Lauf. Er ist im Rangierbahnhof gerannt. Schnell, dass er dir nicht entwischt. Sympathisch. Ja, man braucht hier mal. Ich bin zu voll zum Laufen. Da bist du. Pärchen. Huch. Sagst durch den Pfeiler. Hey, immer mehr Ruhe, ja? Warum verfolgst du mich? Wie bitte? Ich soll die Flüchtlinge zur Revolte angestachelt haben? Ich doch nicht, niemals. Naja, vielleicht habe ich Unzufriedene in ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit bestärkt. Ihnen ein paar Waffen gegeben. Aber das war meine Arbeit, klar? Dafür wurde ich bezahlt. Von irgendwas muss ich schließlich leben. Der Rest interessiert mich nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Wirklich. Mein Auftraggeber? Nein, also... Ich erinnere mich nicht. Kann ich böse gucken. Ja, schon gut. Gerade fällt es mir wieder ein. Es ist sicherlich nicht das Fass.
Es sind auch sicherlich nicht die Kisten. Ich bin's auch nicht. Du kannst nicht hinkommen. Dreh dich um! Dreh dich um! Sag dir deinen Namen, aber das muss unter uns bleiben, ja? Mein Auftraggeber ist der Einflussreiche. Und zack, Pfeil. Sag dir gar nicht sehen. Das war doch klar, ey. Was ist hier los? Jetzt werden wir festgenommen, oder was? Huch! Mitten durch die Brust? Ja. Werde das sofort im Hauptquartier. Ein gefährliches Leben. Ach, was, ich doch nicht. Ich hab doch kein gefährliches Leben. Wo denkt der hin? Ja, ich habe mal Spaß. So. Jetzt muss ich hier mit Immetchen reden, ne? Ja. Wohin, ne? Nun? Doch. Oh. Lol. Ich gehe vorher aufs Klo. Geh vorher pinkeln. So, wo müsste ich jetzt denn? Nach Ulda, ne? Jo. Danke. Ich will hier fertig sein. Zumindest Level 60 wäre schön. Level 60 wäre wunderbar. Ich bin vor Ulda Pfötchen teleportiert. Ja, natürlich! Zeit ist Geld! Ich will doch endlich durch sein mit den Dingern hier. Ich hab keinen Bock mehr auf das Zwischending. Ist es so ganz oder gar nicht? Und nicht das hier. Hin. Ich will nicht mehr. Ich will in Heavensward ankommen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen. Wieder eine gute Nacht. Danke. Schön, dass du da warst, Kaya. Bis zum nächsten Mal. Träum was Feines. Und danke nochmal für deinen Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Sprint. Lauf, renn. Tu alles, um schneller zu sein. Wie Luna schon wieder immer überall vor mir da ist. Ah. Oh.
Raubbahn erwartet euch bereits in dem Fall. Blablabla. Nicht mehr. Habt ihr länger gebraucht als für Heaven's Sword selbst. Hauptmann Swift war hellauf begeistert von euch. Ihr habt einen großen Beitrag zur Eindämmung der Gewalt geleistet. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, was ich lieber mache. Dreimal hintereinander Custom laufen oder das da. Die Lage ist schlimmer, als ich befürchtet hatte. Gibt es Anhaltspunkte dafür, was den Zorn der Flüchtlinge so angestachelt haben könnte, Raubern? Das da. Ich meine, wenigstens ist das meiste mittlerweile schon synchronisiert. Das macht es also jetzt mal etwas besser. Aber diese Information muss unter uns bleiben. Dass den Flüchtlingen aus Doma die Einreise nach Uldar verwehrt wurde, ist einigen Überlebenden der 7. Katastrophe ziemlich sauer aufgestoßen. Sie sahen die Verweigerung des Asyls als einen weiteren Beleg für die diskriminierende Politik Uldars. Okay, ich laufe lieber nochmal Kastrum. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Punkte brauche. Muss ich gleich mal nachgucken. Ey! Zusammen mit dem radikalen Flügel der migischen Flüchtlinge protestierten sie gegen die Politik des Sultanats. Es kam zu Demonstrationen, die jedoch zunächst friedlich verliefen. Einmal Kastrum wäre ich dabei. Okay, wir machen Kastrum. Einmal habe ich heute schon. Zu einem höchst bedauerlichen Vorfall. Aber ich gehe lieber gern nochmal rein. Die Messingklingen sollten Ausschreitungen bei den Protesten verhindern. Wo gehe ich von? Doch einer ihrer Trupps schoss mit Pfeilen auf die Demonstranten. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal. Und da eskalierte die Gewalt. Das ist mir egal. Auf den ersten Wie gesagt, meine drei Wölfe habe ich jetzt. Missverständnis. Also, das kann in angespannten Situationen wie diesen ja. durchaus passieren. Meine drei Wölfe habe ich jetzt. Das Wichtigste Doch der kommandierende weg. Offizier verstrickte sich Hier bei seiner um die Aussage Wölfe. In Und Widersprüche. Und zwei Begleiter? Das andere kann ich, glaube ich, eh nicht gebrauchen. Als ein Hauptmann der Legion ihn daraufhin eingehend vernahm, stellte sich heraus, dass der niederträchtige Hund Geld für den Feuerbefehl bekommen hatte. Das ist jetzt gemein. Und jetzt ratet mal, wer der Auftraggeber war. Ein Händler in den Diensten Teleji Adelegis. Will ich grad? Nee, doch. Zwei Begleiter und drei Wölfe habe ich. Bisher nur. Der Präsident der Palais Investment Gesellschaft? Aber der war doch für eine Aufnahme der Domana und ist den Flüchtlingen gegenüber auch sonst nicht feindlich gesinnt. Warum sollte er so etwas tun? Schon mal von den Plänen zur Besiedlung des Grenzlands gehört? Es geht um die unerschlossene Region, die ans nördliche Tanalan grenzt, die Karte Noah Heide. Dort sollen Siedlungen für Flüchtlinge entstehen. Soweit ich mich erinnere, sind die Ansprüche auf diese Region doch noch gar nicht geklärt. Ganz recht. Die Karte Noah Heide ist noch immer ein Schlachtfeld. Die Karte Noah Heide wurde von Bahamuts Angriffen am schwersten in Mitleidenschaft gezogen, wie wohl jedem bekannt ist. Die wenigsten das sieht doch gut wissen, aus. Dass die Verwüstung alte alagische Ruinen freilegte, von deren Existenz bis dato niemand etwas gewusst hatte. Gut, ein bisschen grau. Wirkst du einfach ein paar Pflanzen hin und dann passt das wieder. Wie mit diesen Verfahren werden soll, ist bis heute nicht geklärt. Deshalb sind alle Stadtstaaten mit Truppen in der Region präsent. Ja, oder nicht? Ich meine, da ein Bäumchen hin, da vielleicht eine kleine Bank. Dann sieht das Ganze doch schon wieder viel freundlicher aus. Und dieses bisschen Fels und bisschen Erde, das stört doch nicht. Man halt ein bisschen was draus machen, ein bisschen Arbeit reinstecken. Nichtsdestotrotz sind wir noch immer Verbündete. Der hatte Fahne ab oder gemahlen oder so. Getroffen.
Ja, gut aus. Die Karte Noah Heide wurde zu einer quasi rechtsfreien Zone erklärt. Etwaige Konflikte dort sollen die Beziehungen zwischen uns nicht belasten. Obwohl er die heikle Lage genau kennt, hat Teleji Adeleji den Vorschlag unterbreitet, die Karte Noah Heide mit seiner finanziellen Hilfe zu besiedeln. Mhm. Ein tückischer Winkelzug, der einzig dazu dient, ihm saftige Gewinne einzubringen. Denn wenn ihm Erfolg beschieden ist, könnte er sich nicht nur als edler Aufbauhelfer profilieren, sondern würde auch die Kontrolle über die umstrittene Region erhalten. Und ich wette, dass er neben jede allergische Ruine ein Waisenhaus bauen lässt, um die Kinder als lebende Schutzschilder zu missbrauchen. Kann ich gerade nicht ändern. Wie ist es wieder eine Gildeneinladung? Er setzt die Irseische Allianz und zahllose unschuldige Leben für seinen eigenen Profit aufs Spiel. Denke ich mir auch gerade. Selbst einigen Republikanern ist das zu viel. Der Kerl geht seinen eigenen Weg, ohne auf den Kreis oder sonst wen Rücksicht zu nehmen. Das wäre dann die zweite heute. Dadurch, dass er die Mittellosen zu Aufständen anstachelt, will er die Notwendigkeit seiner Besiedlungspläne untermauern. Und seine Parteiergreifung für Doma diente auch bloß einem Zweck. Und zwar sich das Vertrauen der Flüchtlinge zu erschleichen. Warum ist Teleji Adeleji nur so viel an den Ruinen von Kateno gelegen? Wofür würde er riskieren, sich offen mit dem Sultanat und dem Skorpiokreis zu überwerfen? Omega. Oh, nö. Omega? In den Trümmern von Kateno haben wir eine rätselhafte Konstruktion gefunden. Eine riesige Maschine. Wir haben ihr den Codenamen Omega gegeben. Das Monstrum ist so groß, dass wir es fürs Erste dort gelassen haben, halb vergraben. Die allergischen Inschriften deuten darauf hin, dass es dazu dienen sollte, Bahamut zu bezwingen. Neil van Danus wollte genau jene Ebene stürzen lassen. Ja, ich weiß, was Omega in der FF frei ist. Gut, es kann auch eine Waffe sein, aber ja. Oh Gott, ich kämpfe gegen Omega. Ich hasse es. Ich hasse es als Waffe und ich hasse es als Gegner. Und ich werde es hier auch haben. Die Tat eines Wahnsinnigen, dachten wir. Genauso wie Alexander. Alexander ist auch scheiße. Als habe er so Omega zerstören wollen. Bitte sagt mir nicht, dass Alexander hier auch gibt. Die einzige Waffe, die in der Lage wäre, Bahamut aufzuhalten. Wer? Weil dann gehe ich. Dann bin ich weg. Eine Waffe gegen Bahamut? Eine Maschine, Bahamut die Prima cool. bezwingen kann, wie die Ultima-Waffe? Ja, Ultima geht noch. Okay, es gibt also Alexander. Wir haben zuerst nicht recht an die Theorie geglaubt. Aber als ich von der Ultima-Waffe erfuhr, wurde mir klar, dass Omega wirklich das war, was die Inschrift behauptete. Ich bleib bei Castrum, okay? Ich laufe einfach 30 Mal hintereinander Castrum. Nee, so viele Stunden hat der Tag nicht. Aber man stelle sich vor, die Macht, einen so schrecklichen Prima-E wie Bahamut vernichten zu können, in den falschen Händen. Teleji Adelejis Absicht ist klar. Er will diese Waffe. Ja, und dann hat er nicht nur das läppische Palettatin in der Hand, ja, das sowieso schon. Das darf nicht geschehen. Ein skrupelloser Republikaner wie er, nicht auszudenken. Die Lage ist brenzlig. Und der Lady, dieser Gauner, ist zu allem fähig. Lass doch die Ratten lauschen. Ich guck mir das Bild gleich an. In Uldar ist ohnehin kaum etwas geheim zu halten. Das Problem mit den Flüchtlingen zieht größere Kreise als vermutet. Wir müssen uns vorsehen. Ich will nur erst für diese Sequenz hinter mich bringen. Oh, ist es vorbei?
Ja? Ja, okay, warte. Ich gehe. Ich gehe. Das. Luna. Ey, komm, Luna, sag mir nicht, dass das dein Ernst ist. Das. Nee. Nein, Luna, das kann nicht dein Ernst sein. Ich mach die nicht. Ich mach die nicht. Ich mach die nicht. Muss ich die machen? Bitte sag nein, bitte sag nein, bitte sag nein, bitte sag nein, bitte sag nein. Bitte sag nein. Also muss ich sie nicht machen? Oh. Hallöchen. Oh, Gott sei Dank. Aber wahrscheinlich werde ich sie machen, hä? Was kriegt man dafür, wenn man Alexander durchmacht? Bitte nichts Cooles, bitte nichts Cooles, bitte nichts Cooles, bitte nichts Cooles. Ich meine, Luna, du kennst mich, du weißt auf was ich aus bin, aber... Oh je. Deletris Mitgefühl für die Flüchtlinge war also nur gespielt. Er forciert die Besiedlung des Grenzlandes, um seinen eigennützigen Machtanspruch durchzusetzen. Er will Omega-Waffe um jeden Preis. Was er mit einer allergischen Waffe anfangen will, die sogar Prima je vernichten kann. Oh Gott. Schwer kannst du dir gute Waffen holen. Gar nicht aus meinem Sohn. Ich bin erstmal fertig. Wie viel Zeit habe ich bis Alexander? Bitte sag noch einige Zeit. Ich werde mich noch etwas in Ulda umhören und versuchen, die losen Enden aufzurühren. Was hast du als nächstes vor? Vielleicht könntest du dich mal unter die Kämpfenden an der Karte Noah Front mischen und die Lage sondieren. Oh Gott sei Dank, da habe ich ja noch sehr viel Zeit. Wenn ich noch 53, 52, 51 Quests mindestens hier vor mir habe und dann noch Heaven's Sword. Das schaffe ich dieses Jahr nicht mehr. Jo, nimmer. So, Endwalker sitzt immer noch in der Questreihe. Das hat doch Zeit. Aber wenn du Interesse hast, dann melde dich bei einer der staatlichen Gesellschaften zum Einsatz. Okay. hey, du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Wer will da was von mir? Ach, das Mädel wieder. Mama, Papa. Ich bin einfach mal schneller. Ah, dich kenne ich doch. Hast du meine Mama und meinen Papa gesehen? Ich dachte, sie wären vielleicht in Ulda, aber ich kann sie nirgendwo finden. Kennst du das Mädchen? Würde ich sagen, du bist wirklich im Februar fertig mit Shadowbringers. Boah. Er kommt ja schon gefühlt bald das nächste Addon. Kann ich es auch schneller schaffen? Ich lese einfach nicht mehr vor. Verstehe, aus dem Steinwurfslamm. Die Eltern des Mädchens haben sich dem Aufstand angeschlossen. Wohin sind sie gegangen? Bin ich schuld, dass sie fort sind? Ich wollte doch nur Süßigkeiten.
Es tut mir sehr leid, mein Kind, aber ich weiß nicht, wo deine Eltern sind. Aber ich will mich ohnehin in der Stadt umsehen. Wenn du möchtest, helfe ich dir, deine Eltern zu suchen. Na, was hältst du davon? Dein Service gibt Kopfweh. Kann ich ja nicht machen. Also kann ich schon, aber... Das bringt mich ja nicht weiter. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich gebe mein Bestes. Warte unten auf mich. Ich komme gleich. Stimmt doch gar nicht. Kein Herz. Ja, kein Herz auch stoppen. Ja, toll, danke. Bis gleich. Dann fange ich an zu lachen. Dann bist du ja wie Frisches. Der fängt auch mal an zu lachen. Das schmerzt. Unser Bund gibt alles, um Primate zu besiegen und Invasoren auch abzuwehren. Die Eoseer haben nichts Besseres zu tun, als sich untereinander Leid zuzufügen. Der Bund der Morgenröte hat nicht die Kraft, alle Probleme auf einmal zu lösen. Wir müssen auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Die Kämpfe gegen die Primae und die Nachforschung über die... Ja. Ascheans? Ascheans? Ist mir egal. Yandro. Sundra. Oh Mann. Damit haben wir schon genug zu tun, aber unser guter Ruf weckt der... Erwartungen, die Welt über unsere Möglichkeiten hinauszugehen. Ich möchte das skippen. Sogar habe ich recht. Wenn viele ja kann damit besser umgehen als ich. Auch sie empfindet Mitleid, aber sie schreckt nicht davor zurück, die nötigen Prioritäten zu setzen. Ebenso wenig zögert sie, dich in den Kampf zu schicken, wenn es notwendig ist. Ich vertraue darauf, dass sie uns auch in Zukunft richtig führen wird. Meine Aufgabe sehe ich daran, dem Bund der Morgenröte die nötigen Ressourcen und neue Mitstreiter zu verschaffen. Heute redet er aber schneller. Hallo, hörst du mich? Hier ist mein Filier. Es gibt einen Notfall. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass im Finsterwald vermutlich ein Primae beschworen wurde. Ich komme sofort zum Sonnenstein, damit wir uns unser Vorgehen besprechen können. Beeile dich. Muss das sein? Ein Primae im Finsterwald? Die Xer haben sich schon eher ruhig verhalten. Sonst kommen eigentlich nur die Silphen in Frage. Bekommen wir es etwa mit ihrem Primae Ramu zu tun? Nun gut, hier in Ulda übernehme ich. Hoffentlich kann ich wenigstens etwas von dem angerichteten Schaden wieder gut machen. Bitte richte Menfilia meine Grüße aus. Ich melde mich bei ihr, sobald es etwas zu berichten gibt. Du musst dich um den neuen erschienenen Primae kümmern. Wer sonst wäre dazu in der Lage? Alle anderen, nur ich nicht? Okay. Was kommt denn jetzt? In Ladezeiten skippt, das wäre geil. Menfilia. Menfilia war der teuerste. Süß und weg. Können wir machen. Sobald ich immer aus dem Ladefenster raus bin. Okay. Warte mal. Achso, warte mal. Ja! Hybrid! Ja! Schon wieder abgerutscht. Ich bin zu blöd, mich anders hinzusetzen. Ich werde mit Dummheit bestraft.
Arro. Da. Albert sagt dann, wenn du weit bist. Ich laufe hier einfach mal im Kreis. Bah! Ja. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Oh Gott, was kommt jetzt? Mm-hmm.